Kommen wir zur Vorbereitung vom Z-Motor. Bei dem Motor für die Z-Achse müsst ihr ein paar Dinge beachten. Zum einen ist es ganz wichtig, dass der Körper vom Motor maximal 34 mm dick ist. Ja, ein längerer Motor passt da nicht rein. Der darf im Prinzip nicht länger sein als die Abstandshalter, die wir später verbauen können, verbauen werden. Ja, die beiden Bleche auseinanderhalten. Ihr seht, das ist das gleiche Maß. Was für eine Spindel ihr hier nehmt, ist euch überlassen. Das hier ist eine Spindel 8 mm Durchmesser und eine Steigung von 4 mm pro eine Umdrehung. Ob ihr da jetzt eine Achterspindel mit 2 mm pro Umdrehung Steigung nehmt oder, ist euch völlig selber überlassen. Wenn ihr da variieren wollt und ihr sagt, ich will keine 4 mm Steigung pro Umdrehung, sondern 2 oder ich will gerne eine 10er Spindel, dann muss ich euch ein bisschen einschränken in eurer Wahl. Es ist wichtig, dass die Mutter, die hier drauf läuft, dass die Montagebohrungen mit dem Gewinde, die hier drin sind, dass die 19 mm auseinander sind. Ja, diese Bohrungen hier müssen 19 mm auseinander sein. Solltet ihr eine 10 mm Spindel finden mit 19er Bohrung, könnt ihr die nehmen. Das ist kein Problem. Die einzigen Sachen, die ihr beachten müsst, ist, dass das ein NEMA 17 ist, dass der Body 34 mm lang ist, maximal, und dass die Löcher, die 4 Stück von der Gewindemutter, dass die 19 mm quer drüber im Maß haben. Den Rest könnt ihr euch selber aussuchen. Ich gebe aber den exakten Typ dieses Steppermotors gebe ich noch an. Alle Motoren im Deiß fahren gut mit 30 bis 40 cm Kabellänge. Ja, also irgendwas dazwischen kommt ihr völlig gut mit hin und ist auf jeden Fall so viel, dass ihr später trotzdem noch ein- oder zweimal das Kabel kurz eine Schlaufe macht, einen Kabelbinder oder irgendwo festmachen könnt. Ja, irgendwas zwischen 30 und 40 Zentimetern, das gilt für alle Motoren. Zu der Spindel selber, die müsst ihr wie ein rohes Ei behandeln. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr den ganzen Motor nicht an der Spindel hochhebt, dass ihr nicht die Spindel biegt, dass ihr den nicht fallen lasst auf die Spindel. Die Spindel ist, stellt euch vor, ein Glasröhrchen und ihr dürft es kaum berühren. Ja, die muss gerade bleiben. Wenn ihr hier anfangt, irgendwie später beim Einbauen wird das etwas schwierig, sage ich mal. Anfangt daran rumzubiegen, rumzuwürgen oder ihr schraubt die Mutter drauf und nachher kommt das Bett dran geschraubt und ihr zwingt das Bett runter, dann verbiegt ihr die Welle, die Spindel. Und der Effekt dadurch ist, die wird unrund und ihr bekommt Z-Wobble. Ja? Behandelt diese Spindel wie ein rohes Ei. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr die Spindel wie ein rohes Ei behandelt, kommt ihr trotzdem nicht umhin, die Spindel einzukürzen. Die Motoren, speziell der hier, wird standardmäßig mit einer 30 cm langen Spindel geliefert. Die müsst ihr einkürzen. Ich habe das mit einer Flex gemacht. Die müsst ihr einkürzen auf eine Länge zwischen 115 mm und 160 mm. Ihr seid frei in der Längenwahl um diese Distanz. Aber ich sage euch, ihr braucht mindestens 115 mm, also mindestens, ja, ich versuche das mal zu zeigen. Ach so, immer gemessen vom Motorkörper, nicht von dem Flansch hier, vom Motorkörper aus gemessen. Ihr braucht mindestens 115 mm und ihr könnt maximal 160 mm einbauen. Mehr als 160 stößt wieder ans Gehäuse,
Das passt nicht rein. Ich habe mich jetzt hier für die goldene Mitte irgendwo dazwischen entschieden. Ja, aus dem Gedanken, wenn man später mal vielleicht, es ist nicht nötig, aber wenn man möchte, kann man, hat man hier unten dann noch genug Spiel, genug Raum, um vielleicht hier nochmal abzudrehen und ein Endlager, ein Festlager drauf zu tun oder was man möchte. Außerdem, wenn man bis 160 mm sich entscheidet, dann ist hier als nächstes kommt direkt ein Blech. 2 mm Luft, bei 162 kommt ein Blech und es ist wirklich quasi bis zum Stoß zum Blech, diese Spindel. Und hier laufen nachher noch Kabel lang. Ihr müsst also dann darauf achten, dass ihr die Kabel entsprechend um diese Welle rumführt, wenn ihr die so lang lasst. Ich weiß ja nicht, ob ihr da was vielleicht bauen möchtet. Ich persönlich empfehle 140. Ihr habt dann genug Platz, 15 mm noch nach unten, um irgendwas anzubauen, falls mal der Fall sein sollte. Irgendwelche Upgrades später mal kommen, man weiß ja nie. Ja? Aber ihr habt noch locker 2 cm nach unten Platz, wo Kabel langlaufen können, damit die sich nicht in die Quere kommen. Ja? Behandelt die wie ein rohes Ei. Sucht euch ein Maß aus zwischen 115 und 160 mm. 140 ist die goldene Mitte. Und ihr seid, wie man so schön sagt, good to go. Wenn ihr das später einbaut, bevor ihr es einbaut, ist es wichtig, dass ihr die Mutter fettet. Ja, das ist Messing auf gehärtetem Stahl und die Messingmutter ist zwar weicher, aber trotzdem trägt Fett dazu bei, dass es das alles länger lebt. Ihr nehmt einfach, weil ihr es schon zur Hand habt, das Fett, was ihr bei der Linearschienenschmierung benutzt habt. Ansonsten irgendein Fett, was ihr noch zu Hause habt. Da ist also wirklich, wir stressen das hier nicht. Ja, nehmt, was ihr da habt. Vielleicht kein Nähmaschinenöl, das läuft euch runter und tropft euch nachher in den Würfel. Das ist vielleicht nicht so toll, aber fettet das. Ja. Das war's soweit zu dem Z-Motor.